Ja, wenn man 3-0 gewinnt im Achtelfinale, ich glaube, gegen Tottenham ist es, es geht kaum besser. Klar, wir hatten noch, auch meine Person, ein, zwei Chancen, die wir hätten nutzen können oder müssen. Dann geht es vielleicht noch höher aus, aber wie gesagt, wir sind sehr froh über das 3-0 und wir werden auch in Tottenham aufs 1-0 spielen und dann denke ich, wenn wir ein Tor machen, dann denke ich, kommen wir auch weiter und das ist das Ziel und wir wissen, dass es noch ein sehr, sehr schweres Spiel wird. Nein, man darf nicht sich aus der Hand nehmen lassen, wenn es einem gehört, aber das Spiel gehört uns noch nicht. Das war nur die Hälfte davon. Wir sind noch beim Tauziehen, noch immer am Ziehen, haben zwar einen kleinen Vorsprung uns heute erarbeitet, aber das Tauziehen ist noch nicht vorbei. Ein Tor ist immer eine Befreiung, keine Frage. Ich habe in den letzten Spielen nicht getroffen und nicht so gespielt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und für mich selber setze ich immer meine Messlatte ziemlich hoch und deshalb war ich nicht ganz zufrieden, aber heute hat es wieder geklappt. Ich konnte dem Team helfen und das zählt am Ende. Ja, wir haben schon mit einer anderen Aufstellung gerechnet. Aber gut, die Spieler, die heute auf dem Feld waren, waren ja auch keine schlechten Spieler. Von dem her musst du sie auch erst schlagen und so dominieren, wie wir es heute gemacht haben. Und von dem her sind wir sehr zufrieden. Dortmund war sicherlich das schwierigste Los für uns, das wir bekommen konnten. Aber auch natürlich ein sehr reizvolles und deswegen glaube ich, wenn jetzt nicht noch irgendwie wir das Spiel drehen können oder so und Dortmund eine Runde weiterkommen, dann sind sie sicherlich ein großer Favorit für den Titel. Und wenn sie so spielen, haben sie ihn sicherlich auch verdient.